Hallo und willkommen auf meinem Kanal 7 Tage Gaming. Ich bin der Stefan und wir spielen heute wieder Scum und natürlich wie immer bei mir auf dem Server 7 Tage Gaming. Ja, ich bin gerade unterwegs zu einem Airdrop. Ich habe den gerade entdeckt. Ich hoffe, er ist noch da, wenn ich hinkomme. Ich hoffe, es war noch kein Spieler da. Und ich hoffe, er ist noch länger da als vielleicht eine Minute. Und wir werden jetzt da mal schnell hinfahren. So, ich gucke jetzt einmal schnell auf die Map nochmal. Bleib einmal stehen. Er wäre noch da. Ich hoffe, wir können noch knacken. Wir kommen noch rechtzeitig. Schauen wir mal. Ich darf bloß jetzt so schnell jetzt fahren. Nicht, dass ich noch einen Unfall baue und mein Fahrzeug schrotte. Das ist es natürlich nicht wert. Aber wir werden heute noch etwas machen. Wenn es jetzt hier mit dem Airdrop nicht funktioniert, dann werden wir noch was anderes ausprobieren. Dann werde ich ein Airdrop-Event starten und dann schauen wir mal. So, wir müssen auf alle Fälle immer links abbiegen. Langsam, langsam hier links abbiegen. Und dann müssen wir einmal übers Wasser. Langsam. Langsam. So, und da vorne müsste es jetzt gleich übers Wasser gehen. Hier wieder links fahren. Ich muss ein bisschen langsam hier. Jetzt kommt die erste Brücke. Und danach kommt gleich die zweite Brücke. Der Server ist wie immer gut besucht. Ich glaube, wir sind voll. Kann ich dann mal die Namen auf der Map anzeigen lassen? So, und jetzt ist er noch da. Ja, wer noch da? So, und hier auch wieder links. Und dann müssten wir eigentlich langsam schon mal einen grünen Rauch sehen können. Oh, langsam. So, wir müssten jetzt hier eigentlich runter Richtung See. Dann müsste der ja irgendwo da vorne sein. Schau mal, ja, ich bin gar nicht mehr weit weg von dem. Aber da ist der grüne Rauch. So, ich bleib mal hier stehen im Fahrzeug. So, wie sieht's aus? Schraubendreher haben wir ein paar.
Nehmen wir mal ein Päckchen. Hier mal was mit. Jetzt schauen wir erst einmal, was wir für eine Zeit noch haben. Piepsen tut er noch nicht, das ist schon mal gut. Siebzehn Minuten, oh, das ist gut. Dann fangen wir gleich mal da vorne an. So, gelbes Symbol, Handsymbol, das heißt, ich ziehe mal die Handschuhe aus. Der ist auch offen. Der ist auch offen, sehr schön. Da bin ich gespannt, was wir bekommen. Zack, und noch eine. So, dann gucken wir mal. Platz haben wir. Was ist denn drin? Handgranate. Nehmen wir mit. Was ist denn noch drin? Oh, viel zum Essen. Nehmen wir alles mit. Was haben wir noch? Eine Motorsäge. Nehmen wir auch mit. Sehr schön. Wie viel Prozent hat die? Sogar 100%. Oh, was haben wir denn hier Schönes? AK-15 Magazine. Sehr schön. Was haben wir hier? Autobatterie nehme ich nicht mit, aber die Lichtmaschine. Ach, ich nehme sie auch mit. Wir haben ja noch Platz. Und nochmal eine Lichtmaschine. Komm, die nehmen wir mit. Das sind 100% Lichtmaschine, die geben. Ja? Reicht der Platz nicht? Ach, wegen der Batterie wahrscheinlich. Kriege ich die da unten rein? Ja. So. Gut, wir haben alles. Um 15 Minuten hat sich richtig rentiert. Ich fahre jetzt ein Stückchen weg. Aber vorher verstauen wir jetzt das Zeug, weil das ist ja alles zum Verkaufen. So, das ist Volkswagen Leica. Das bringt Kohle. Kohle, die Batterien werden auch verkauft. So, das Brecheisen kommt wieder dahin. Die kommt da raus. Das ziehen wir jetzt nochmal aus. Mir wird es nämlich zu warm. Ja, das wird alles verkauft hier. So. Angucken. Ja, den Rest können wir mal in unsere Privatkiste reintun, oder? Falls wir mal was brauchen. Haben wir da was zum Essen und zum Trinken? So, halt die Handgranate, die tun wir da noch rein. Okay, dann nehme ich jetzt hier noch den gelben Schraubendreher. Dann nehme ich hier noch mal so einen. Und ich würde sagen, ich fahre da jetzt erstmal ein bisschen weg. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Explosionswelle einen da mitreißt. Erst einmal weg hier. So, irgendwo da vorne müsste ja die Straße kommen. Hoffe ich. Ah, da hat jemand seine Base gebaut. Aha. So, dann stelle ich mich jetzt hier mal auf die Seite. Und dann könnt ihr mal erleben, ich werde das jetzt einmal starten. Ich werde jetzt die Aufnahme kurz stoppen und dann werde ich das Airdrop-Event bei uns auf dem Server aktivieren und dann werden wir uns das Ganze mal
auf der Map anschauen, wie das aussieht. Also, bis gleich. So, das Airdrop-Event ist gestartet. Ihr seht es rechts. Und ein Frachtabwurf nach dem anderen. Ich mache jetzt mal die Map auf. Und ihr seht, es erscheinen sehr, sehr viele Airdrops. Und ich schreibe es jetzt auch in den Text rein. So, Airdrop-Event aktiviert. Und jetzt schauen wir mal, bei mir an dem, da waren wir ja schon. Da unten wäre noch ein Airdrop, da könnte ich vielleicht auch irgendwie hinkommen. Oder ich fahre zu meiner Base. Ja, wir probieren es jetzt einfach einmal, dass wir da hinkommen. Ich müsste da vorne irgendwo abbiegen, das machen wir. Und vielleicht erwischen wir ja noch einen Airdrop. Wäre natürlich cool. So, jetzt muss ich so fahren, glaube ich. So, jetzt ist natürlich nur die Frage, bin ich so richtig? Ich glaube, ich bin so richtig, ja. Okay, wir müssen darüber. Na, hoffentlich geht das nicht schief. Langsam, 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 langsam. So. Und wir müssen jetzt eigentlich... Eigentlich müssten wir hier geradeaus, ich weiß bloß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wir müssten irgendwie da hoch. Wir müssen langsam fahren, wir haben ja genügend Zeit. Jetzt müsste eine Hauptstraße kommen. Gut, da fahren wir drüber. Und dann sollten wir hier eigentlich irgendwann mal auch den Rauch sehen, den grünen. Ich glaube, wir können unter die Strommasten fahren. Ich fahre ungern mit dem Leica so durchs Gelände, weil ein Unfall ist schnell gebaut. Und ich hänge doch ein bisschen an meinem Fahrzeug. Ein bisschen, ein bisschen. Langsam, langsam, langsam. So. Gibt es hier irgendwo grünen Rauch? Schauen wir mal. Wir sind eigentlich gar nicht einmal so weit weg. Es müsste irgendwo da unten sein. Was die richtige Richtung ist, ja. Ich sehe nur noch keinen grünen Rauch. Das war doch mal mein Freund. Kommt der erste runter? Nee. Ja, wir sind ganz in der Nähe. Ich sehe aber keinen grünen Rauch. Da vorne ist er. Langsam, da ist er.
Okay, ich bleib trotzdem ein bisschen weg. So, zum Knacken haben wir ja noch genügend, ne? Schauen wir jetzt da nochmal rein. Ja, gelbe Schraubendreher am Start und Ding auch. Okay. 21 Minuten. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Ich ziehe mal wieder die Handschuhe aus. Zack. Nächste. Zack. Bin gespannt. Wäre eigentlich scharf auf eine Green Card. So, das hätten wir schon mal. Jetzt bin ich gespannt, was da drin ist. So, das können wir schon mal anziehen. Das ziehen wir jetzt auch an. Wir haben eine Green Card für A0. Das ist schon mal gut. Da können wir in den neuen Bunker reingehen, ohne dass wir knacken oder hacken müssen. Und noch eine Green Card für C2. Wir haben zwei Green Cards. Ich wusste gar nicht, dass es zwei gibt. Oh, Milch nehme ich mit. Den Rest brauchen wir. Nee, das Wasser habe ich genug, aber die Milch und zwei Green Cards bis jetzt. Fantastisch. So, was haben wir hier? Waffenreparaturset. Sehr gerne. Nachtsicht. Nehmen wir auch mit. Und alles auf 100%. Perfekt. Und eine Maske und die blauen Handschuhe nehme ich nicht mit. Okay. Also der hat sich schon mal rendiert. Ich habe zwei Green Cards bekommen mit C2, für C2 und für A0. So, und jetzt schauen wir mal, wo der nächste ist. Der nächste wäre jetzt da drüben. 21 Minuten. Boah, ich weiß nicht. Komm, wir probieren es einfach mal, ob wir da noch hinkommen. Es wird natürlich schon schwer, aber ihr seht selber, das hier ist unser Airdrop-Event. Auf einen Schlag so viele Airdrops. Und da ist eigentlich für jeden Spieler was dabei. Weil die droppen ziemlich gut in jedem Sektor. Die habe ich so programmiert, dass fast in jedem Sektor einiges runterkommt. So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich in die richtige Richtung fahre. Ich glaube nämlich, das müsste so die Richtung sein, oder? Nee. Dann fahren wir jetzt nochmal so. Schön langsam. Doch, das sieht besser aus, so die Richtung. Jetzt warte mal. Wir fahren Südwest, West. Südwest, West. Bin mir noch immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Wenn man hier so querfeld einfährt. Ich habe zwar Reparaturwerkzeug dabei. Süd-Südwest. Ja, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Das werden wir nicht mehr schaffen. Aber ich probiere es zumindest. Da ist wieder eine Straße. Die ignorieren wir jetzt gekonnt. Wir dürfen nur nicht gegen zu viele Bäume fahren. Süd-Südwest. Langsam. Da unten ist Wasser, das gefällt mir nicht.
Wenn wir da nicht rüberkommen, irgendwo haben wir ein Problem. Obwohl. So tief? Ich weiß halt nicht, so tief wäre es eigentlich gar nicht, oder? Schaut nicht tief aus. Wisst ihr was? Ich riskier's. Jo, geht. So, ich glaube, wir sind wieder auf Kurs. Oh, das sieht aber auch tief aus. Wir müssten eigentlich da nach oben, ne? Bin ich hier richtig? Ja, wir müssten aber noch viel, viel weiter nach oben. So, fahren wir mal da rein. Hoppala. Was haben wir denn hier für eine einsame Hütte? Oh. Ja, es sieht gut aus. Wir haben ja eine Leica, wir haben ja Allrad. Was sollte das ja eigentlich kein Problem sein? Okay, jetzt irgendwie da oben nach rechts. Langsam, langsam. So. Doch, es ist schon die Richtung. Wir müssten jetzt eigentlich mal irgendwo hier einen Rauch sehen. Langsam. Da unten ist er. Oh, der ist schon offen. Ich glaube, hier war schon jemand, aber wir schauen trotzdem rein. Vielleicht haben sie ja nicht alles mitgenommen. Es ist auf alle Fälle keiner mehr drin. Oh, ich glaube, der muss pinkeln. Ne? Komm. 12 Minuten Zeit. Lass mal nochmal pinkeln. Auf alle Fälle habe ich 2 Green Cards bekommen gerade und die bringen uns mit Sicherheit ins nächste Video in einem neuen Bunker. So. Ja, zum Knacken hätte ich, aber das wird schon offen sein. Okay, da ist nichts. Der ist leer. Oh, hier kann ich noch knacken. Okay,
Da knackt man immer. Der ist schon. Der ist verpackt. Okay. Servus, der ist schon leer. Alles klar, danke. So. Ich mache aber jetzt da hinten bei dem hinteren Trick 17. Ich werde mich jetzt auslocken und wieder einloggen und dann könnte es vielleicht sein, dass es funktioniert. Also wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mich ausgeloggt und bin jetzt wieder eingeloggt. Und dann schauen wir mal, weil manchmal bei den Airdrops, da ist er wieder. Manchmal bei den Airdrops, wenn sie nicht aufgehen, man loggt ein, aus und wieder ein. Dann gehen sie auf, aber bei dem wird auch nichts angezeigt. Schade. Okay, das war's. Jetzt fahren wir da erst einmal weg, dass uns da nichts passiert. Nicht, dass ich hier stehe, eine Ansage mache und dann fängt das Ding das Explodieren an und dann nimmt unser Fahrzeug Schaden. So, was ich jetzt aber mache, und das mache ich gleich, ich repariere gleich mein Fahrzeug, dass da ja nichts passiert. So, nehmen wir mal raus. Mittlerweile habe ich genügend Fahrzeugreparatursets und reparieren. Das war's schon. Rein mit dem Ding. Das rein. Dann tun wir noch das hier in die Verkaufsding-Kiste. Obwohl das 100%, meinen Sie, ist nur noch 96. Ach komm, die 100%, die verkaufen wir. Die Maske verkaufen wir. Und den Rest, den heben wir auf. Jo. Das war's also für heute. Ich mache nochmal die Map auf. Ihr seht's, wir haben wahnsinnig viele Airdrops. Eigentlich auf der ganzen Map verteilt. Das ist also bei uns auf dem Server das sogenannte Airdrop-Event. Das kann ich über den Bot starten. Kommen auf einen Schlag innerhalb von ein paar Sekunden die ganzen Airdrops runter und die Spieler können sich eben dann auf den Weg machen. Die Sachen looten. Das war's für heute. Und im nächsten Video sehen wir uns irgendwo in einem Bunker C2 oder A0. Ich habe 2 Green Cards bekommen. Danke fürs Zuschauen. Servus.